Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie in die Wiederherstellungsumgebung von Windows 10 gelangen und welche Möglichkeiten diese Umgebung für uns bietet. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die Wiederherstellungsumgebung ist ein Tool, mit dem Sie die Hauptursache für Probleme beim Laden des Betriebssystems beseitigen können. System zurücksetzen, Windows von einem Wiederherstellungspunkt oder Systemabbild wiederherstellen, eine Eingabeaufforderung ausführen und so weiter. Sie können diese Umgebung auf verschiedene Arten betreten. Die erste Möglichkeit besteht darin, sich über die Windows-Umgebung selbst anzumelden. Gehen Sie dazu zu Einstellungen, Update und Sicherheit, Wiederherstellung und klicken Sie im Abschnitt spezielle Startoptionen auf die Schaltfläche Jetzt neu starten. Die zweite Möglichkeit besteht darin, im Passworteingabefenster auf die Schaltfläche Power zu klicken und bei gedrückter Shift-Taste auf Restart zu klicken. Die erste und zweite Methoden sind nur relevant, wenn Sie das System betreten können. Wenn Sie sich aufgrund eines Fehlers oder einer Störung nicht bei Windows anmelden können, müssen Sie die folgenden Methoden anwenden. Die dritte Möglichkeit besteht darin, die Wiederherstellungsumgebung über die Wiederherstellungsdiskette aufzurufen. In meinem vorherigen Video mit dem Titel "Wie setzt man Windows 8 oder 10 zurück, wenn der Computer nicht startet", habe ich darüber gesprochen, wie eine Wiederherstellungsdiskette erstellt wird. Ein Link zu diesem Video befindet sich in der Beschreibung. Starten Sie den Computer nach dem Erstellen neu und starten Sie ihn über das USB-Laufwerk im BIOS oder UEFI. Siehe dazu auch mein Video mit dem Titel "Wie ruft man das BIOS oder UEFI auf?". Der Link wird in der Beschreibung aufgeführt. Nach dem nächsten Neustart wird die Wiederherstellungsumgebung gestartet. Die vierte Möglichkeit besteht darin, die Wiederherstellungsumgebung über eine Bootdiskette oder ein USB-Laufwerk aufzurufen. Ausführliche Informationen zum Erstellen finden Sie in meinem vorherigen Video mit dem Titel "Erstellen eines bootfähigen USB-Sticks". Der Link befindet sich in der Beschreibung. Machen Sie danach auch den Start von der Festplatte oder vom USB-Laufwerk in das BIOS oder UEFI. Wählen Sie nach dem Herunterladen die gewünschte Sprache und das Tastaturlayout aus, klicken Sie auf Weiter und im nächsten Fenster auf Systemwiederherstellung. Und die fünfte Möglichkeit: Nach drei erfolgten Systemstarts wird die Wiederherstellungsumgebung automatisch gestartet. Wenn das System aufgrund eines Fehlers oder Störung nicht gestartet wird, wird die Wiederherstellungsumgebung nach drei solchen Starts automatisch gestartet. Welche Funktionen stehen in der Wiederherstellungsumgebung zur Verfügung? Im ersten Fenster können Sie auf die Schaltfläche weiterklicken. Das heißt, Sie werden angemeldet. Unter Windows können Sie den Computer ausschalten oder auf die Schaltfläche Fehlerbehebung klicken. Das heißt, Sie gelangen direkt zu den Hauptfunktionen der Wiederherstellungsumgebung. Die erste Funktion ist das Zurücksetzen des Computers in den ursprünglichen Zustand. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in meinem Video mit dem Titel
Wie setzt man Windows 8 oder 10, wenn der Computer nicht gestartet, zurück? Wenn Sie auf Erweiterte Optionen klicken, wird eine Liste aller zusätzlichen Funktionen angezeigt, die in der Wiederherstellungsumgebung verfügbar sind. Systemwiederherstellung vom Wiederherstellungspunkt Windows mit Hilfe einer System-Image-Datei wiederherstellen. Beim Booten wiederherstellen, die Eingabeaufforderung ausführen und zur vorherigen Assembly zurückkehren. Wir haben all diese Funktionen in vorherigen Videos berücksichtigt. Links finden Sie in der Beschreibung. Durch Klicken auf die Startoptionen können Sie Windows im angesicherten Modus starten, den Videomodus mit niedriger Auflösung aktivieren, die obligatorische Überprüfung der Treibersignatur deaktivieren und andere Funktionen ausführen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Wir beantworten gerne alle Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Daumen hoch und tschüss.